Hi und herzlich willkommen, schön, dass du reingeschaltet hast. Heute befinden wir uns in der Kopfrechnung und wenn du gleich einmal die Pause-Taste drückst oder dir einen Screenshot machst, dann kannst du natürlich einmal die Aufgaben für dich alleine rechnen und hinterher die Ergebnisse mit meinen Ergebnissen einmal vergleichen. Und wie ihr seht, wir haben hier einmal eine Divisionsaufgabe, das heißt eine Geteiltaufgabe und wir müssen zunächst erst einmal das Komma verschieben und zwar um zwei Stellen. Und wenn wir das auf der rechten Seite machen, müssen wir natürlich das auch auf der linken Seite machen. Das heißt, wir bekommen also 264 durch 8 heraus. Und nun müssen wir überlegen, wie oft passt die 8 in die 26? Und das ist 3 mal, denn 3 mal 8 macht genau 24. Die Differenz zwischen 24 und 26 ist 2. Und als nächstes nehmen wir uns die 4 mit nach unten. Auch hier überlegen wir wieder, wie oft passt die 8 in die 24? Und das ist auch 3 mal, denn 3 mal 8 macht 24. Und damit sind wir auch schon fertig. Okay, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Wenn der Bruch den gleichen Nenner hat, dann können wir das relativ schnell und einfach auch subtrahieren. Da wir hier keinen Ganzen haben, müssen wir also von der 6 auch nicht subtrahieren. Wir können also die 6 hinschreiben und subtrahieren 7 minus 3 macht 4 und wir übernehmen den Nenner von 8. Und ihr seid fast schon fertig. Jetzt müssen wir nämlich noch kürzen und wir überlegen, welche Zahl sozusagen ein Teiler von 4 und 8 ist. In dem Fall wäre das natürlich auch die 4. Wir schreiben uns die 6 hin. Wie oft passt die 4 in die 4? Und zwar einmal. Und wie oft passt die 4 in die 8? Zweimal. Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Aufgabe. Als nächstes geht es hier um eine Subtraktion. Und wir überlegen, von der 9 bis zur 0 fehlt einer. Wir merken uns einen. Von der 3 bis zur 6 fehlen genau 3 Komma. Von der 9 bis zur 18, das heißt, wir überschreiten den 10er Schritt, von der 9 bis zur 18 fehlen genau 9, merke 1, und von der 9 bis zur 9 fehlen 0. Und damit seid ihr auch schon fertig und ihr habt das Ergebnis. Als nächstes sollen wir den Bruch erweitern mit 5, das heißt also, wir müssen sowohl den Zähler als auch den Nenner mit 5 multiplizieren. 2 mal 5 macht 10. Und 3 mal 5 macht 15. Und damit seid ihr auch schon fertig. Und als nächstes sollen wir einen Bruch mit einer ganzen Zahl multiplizieren. Dazu könnt ihr gerne auch nochmal in meine Playlist reinschauen. Zum Bruchrechnen, da gibt es eine ganze Menge an Videos auch dazu. Und wir schreiben uns zunächst erst einmal das Ganze 3 mal 8 über den Bruchstrich. Und unter dem Bruchstrich schreiben wir uns die 4. Wir rechnen aus, 3 mal 8 macht 24 und unten in den Nenner schreiben wir die 4 rein. Und nun sehen wir, dass wir hier einen unechten Bruch haben und wir müssen jetzt überlegen, wie oft passt die 4 in die 24? Mit 16 wären es 4 mal, mit 20 5 mal und mit 24 dann in dem Fall 6 mal. Das heißt also, wir haben 6 Ganze. Ja, ich hoffe, ich konnte dein Wissen etwas auffrischen. Lass gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.